Hallöchen und willkommen zurück, ihr lieben Trompeten. Ja, bei Fallout 3. Ja, da sind wir. Was haben wir so gemacht? Wir sind hier rumgeschlichen und sind eigentlich nur rumgelaufen wie so ein gemütskrankes Kaninchen und suchen den Doktor, glaube ich. Genau, der Doktor. Wir sollen nämlich was über den Androiden herausfinden. Und jetzt sind wir hier in der Kirche, glaube ich. Sieht nach einer Kirche aus. Viele Bänke. Ein Mensch. Und jo. Ich hoffe, das Licht ist hier okay. Ich musste. Boah, wieder ins Licht geguckt. Wieder ein bisschen was umstellen. Ist ein bisschen dunkler draußen geworden. Ja. Jetzt. Ja. Und das ist der Typ, wo die eine Schicksal da drin verknallt ist. Diese Bedienung da aus dem Laden. Hey, Gott segne und behüte sie. hey! Ja. Ach nee, den haben wir doch schon gesprochen. Ah, wie man hört, ist Angela Staley in sie verknallt. Wovon reden Sie denn überhaupt? Ich bin ein Geistlicher. Das heißt, bald werde ich genau wie Pater Clifford ein Priester sein. Wie auch immer. Es spielt keine Rolle, was Angela denkt. Bald werde ich den Zölibatseid ablegen. Wie töricht, die Chance auf eine Liebesbeziehung mit Angela zu verpassen. Wenn Sie sich weiter mit ihr treffen, erzähle ich Pater Clifford davon. Okay, ich glaub's ja, ich war nur neugierig. Wie töricht, die Chance auf eine Liebesbeziehung mit Angela zu verpassen. Pater Clifford meint, sie sei meine Prüfung, mein Schwachpunkt. Ich muss zwischen ihr und der Kirche wählen. Ich habe mich für die Kirche entschieden. Dass du schlau war. Was höre ich da über Hangardeck und das Oberdeck? Ist wirklich eine Schande, dass die Leute nicht miteinander auskommen. Jetzt ist es ja noch nicht so schlimm. Aber wenn das so weitergeht, werden sie sich in ein paar Jahren Straßenschlachten liefern. Pater Clifford predigt ständig Toleranz und Nachsicht. Aber es hört offenbar niemand auf ihn. Ja, schon richtig. Tschüss, Diego. Gott segne sie. Ist ein komischer Name. Ja, segne dich auch. Ich muss mal den Arzt finden. Arzt. Hallo, ich entdecke hier immer wieder neue Räume. Fleisch und Bohnen. Echt? Ich bin überlastet? Wie geht denn das? Wert 5, Wert 10. Ja, komm. Ich darf sowieso kein Whisky trinken. Ich darf nicht dieses Teufelszeug. Das wird mich noch für immer verfolgen. Hallo, ich brauche was. Ich bin im Dienst. Fassen Sie sich kurz. Ja, Helm Gesicht. Können Sie mir helfen? Denke Ich habe mich schon. verlaufen. Wo ist Dr. Lisa? Wo bekomme ich ärztliche Hilfe? Dr. Preston ist auf dem Oberdeck im vorderen Bereich. Das ist die oberste innere Etage am südwestlichen Ende. Bis auf Oberdeck konnte ich mir nichts merken. Dankeschön. Wie komme ich jetzt hin? Hui. Kennt Telly? Hallo. Wie, ich darf hier rein? Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Ist nicht wahr. Ja, genau, such. Ja, such. Ist nicht wahr, ist nicht wahr. Oh, Mann. Ich habe denn da, dass ich manchmal die Kacke verwechsle. Wie nennt sich das? Hallo. Das bringt viel Geld, oder? Er braucht das, darf das sowieso nicht nehmen, der stirbt davon. Also von daher, ich tue ihm nur einen Gefallen. Hör mal zu hier. Auch meins. Ups, das wollte ich gar nicht. Aber wenn ich schon mal dabei bin. Das hört ja gar nicht auf hier. Ja, sorry, Alter, der ist ein Junkie. Ich helfe ihm nur. Ich bewege mich mit Lichtgeschwindigkeit fort. So. Alles bereinigt. Was verkaufen wir jetzt im Schneckentempo? Ich habe immer noch diese blöde. Wissenschaft. Wissenschaft, die Wissenschaft. Ich habe keinen Platz mehr. Oh, nur ein zu viel. Ach komm, schmeißen wir was raus.
Hier, so ein Red-Kakerlakenfleisch. Scheiß doch der Hund drauf. Hi! Ach, du schon wieder. Rotzbengel. Guck dich so an. Bist du? Hallo. Ja, hallo auch. Hallo? Ted Strayer. Ted Strayer. Sie können mit mir die Zeit totschlagen, wenn Sie wollen. Ich kenne dich nicht. Der Plan gefällt mir. In Ordnung. Schlagen wir einfach zusammen ein bisschen die Zeit tot. Bis später, Ted. Bis später, Mann. Was bedeutet das? Wieso haben Sie es denn so eilig, Mann? Bis später, Ted. Bis später, Mann. Oh Mann, ich wollte noch mit ihm reden. Halt ihn auf, genau, Dogmeat. Versperren ihn den Weg. Hey, wieso haben Sie es denn so eilig, Mann? Ich kann nicht mehr mit ihm reden. Ich hoffe, dass wir uns dort sehen. Lass mich durch. Lass mich durch, du. Nein, wir sind nicht in der Messe. Ich hab Besseres zu tun. Staley's Tür. Wo ist der Arzt? Verdammte Scheiße. Guten Abend. Guten Abend. Guten Abend. So, ist das der Oberdeck? Der Oberdeck vor allen Dingen. Der Oberdeck. Der Oberdeck. Oberdeck. Bannon? Bannon? Hallo. Jetzt ist jemand aber gemütlich gemacht, ne? Du warst doch so ein kackfreches Arschgesicht. Was gibt's denn hier so Schönes? Ich mochte dich nicht. Warum ist denn hier... Warum ist hier alles leer? Machen wir weiter hier. Oh, ich bin ja ganz schlecht in sowas, ne? 2 von 7. Einer von 7. Hammers! Okay. Ich verliere jedes Mal Karma, ist so für Scheiße, ey. Deadling. Oh. 4 korrekt. Shedding. Ja, komm, lassen wir. Lassen wir die Scheiße hier. Ja, ich habe auch was gehört. Naja, ich hoffe, es ist ein Waldwasser. Ich erinnere mich da an das Kind, das letztes Jahr vom Deck gestürzt ist. Ah, ich war auch schon. Wo ist der Arzt? Sicher werden Sie was dagegen. Lass mich durch, ich bin Arzt. Hier müsste irgendwo der Arzt sein. Da. Oh, jetzt ist er echt nicht da, oder was? Was soll ich mich. Wenn ich mich bediene? Habe ich die Kamera überhaupt gestartet? Ich weiß es gar nicht. Na komm, Dogmeat, wir müssen den Arzt finden jetzt. Wie spät ist es denn? 21 Uhr, vielleicht müssen wir einfach ein bisschen warten. Gewartet. Das hier Lass ist eine Cyborg. Medizinische Einrichtung. Bitte. Nein, mach ich nicht. Sie sehen nicht so aus, als wären Sie verletzt. Was kann ich für Sie tun? Sie sind Arzt, oder? Ich brauche Hilfe. Ich glaube, ich bin von irgendwas abhängig. Können Sie mir von der Verschreibung freien? Ich brauche... Sie sind Arzt, oder? Ich brauche Hilfe. Hä? Ich dachte, ich soll ihn fragen. Das erste. Ich kann bei Ihnen nichts feststellen. Ich glaube, ich bin verdammt. Warum sind Sie. Hangardeck und Oberdeck. Die Leute vom Oberdeck haben mehr Geld und Einfluss als die Bewohner des Hangardecks. Manche der Oberdeckbewohner sind ganz schön eingebildet. Richtig. Hä? Tschüss. Passen Sie auf sich auf. Will mich verarschen jetzt oder was? In Erfahrung bringen, was Dr. Preston in River City möglicherweise über den Androiden weiß. Dr. Preston! Preston! Sie sehen nicht so aus, als wären Sie verletzt. Was kann ich für Sie tun? Dr. Preston, ich glaube, ich bin von irgendwas abhängig. Das hatte ich mir schon gedacht. Klar, ich kann helfen, aber nicht umsonst. 50 Kronkorken, nicht mehr und nicht weniger.
Ich habe keine Flinte. Kommen Sie wieder, wenn Sie auch wirklich das Geld haben, Sie verdammter Junkie. Ich bin nicht ein Junkie. Du mir helfen müssen. Ich brauche Infos. Jetzt bin ich hier durch dieses ganze verdammte Schiff. Hallo auch. Das ganze verdammte Schiff gelaufen, um dann festzustellen, dass er mir nichts sagt, oder was? Hä? Ich will zum Markt. Hi. Sieht alles in Ordnung aus hier. Ja! Nein! Wo ist der Market? Market? Market. Wo ist der Market? Hier ist no Market. Bridge Tower. Mudiruder. Wo geht's hier lang? Ich bin so aufgeschmissen, ey. Ich hab doch immer keine. Hallo? Erzählen Sie mir nichts von Ihrem Problem. Ah. Hallo, gnädige Frau. Hallo. Marketplace. Nein, Moment. Steht hier dieser. Sieht alles in Ordnung aus hier. Ja, finde ich auch. Finde ich auch, mein Freund. Wer ist das? Gibt es ein Problem? Nö. Ich habe gehört, Sie sind Mitglied in einer Art Stadtrat. Was können Sie mir über Dr. Lee sagen? Wie kam es denn schon in dieser Ausgabe zu leben? Also, ich habe gehört, Sie sind Mitglied in einer Art Stadtrat. Bannon, Dr. Lee und ich treffen uns jeden Montagmorgen, um über Belange zu reden, die ganze Stadt betreffen. Das ist eine ziemlich informelle Sache. Der Rat hat eigentlich nicht viel zu sagen. Das war traurig. Was können Sie mir über Dr. Lee sagen? Sie ist eines der Ratsmitglieder. Sie leitet hier das Forschungslabor. Stören Sie sie nur, wenn es wirklich sehr wichtig ist. Okay. Ihr Labor ist im Heck des Schiffs. Okay. Was höre ich über Hängerdeck und Oberdeck? Ach, da lassen noch ein paar Leute ein bisschen Dampf ab. An jedem Ort gibt es Reiche und Arme. Bei uns gibt es das Oberdeck und das Hangardeck. Darüber sollten Sie sich keinen Kopf machen. Okay. Wie kam es zur Entscheidung, dieser Rostlaube zu leben? Wir sind die sicherste und am besten geschützte Stadt im Ödland. Ohne unsere Genehmigung kommt hier nichts herein. Bist du dir da sicher? Danke für die Hilfe. Dann machen Sie mal schön weiter. Weitermachen. Was wollte ich? Ich wollte verkaufen. Aber wer ist mir denn am sympathischsten? Dich mag ich nicht. Du bist ein Junkie. Dich mag ich auch nicht. Wo sind denn die Waffenbesitzer hier? Mit denen wollte ich eigentlich reden. Hallo? Nicht die richtige Uhrzeit, oder? Ja. Nein. Okay. Ich warte noch mal. 2 Stunden. 2. Willkommen bei Flag and Shrapnel. Hallo. Sie haben wohl beschlossen, sich den Laden anzusehen. Falls Sie etwas von diesen Sachen wollen, rufen Sie einfach nach mir. Okay. Kann ich sehen, was für Schusswaffen erhältlich sind? Sie müssen etwas töten, nicht wahr? Ja, ich muss was töten. So, ich wollte was verkaufen, ne? Brauche ich die? Aufklärungsrüstung ist schon ganz schön lustig, ne? Können wir gar nicht weggeben. Bier, komm, das geht weg jetzt. Buff out. Ja, behalten wir erstmal. Chinesische Pistole. Haben wir die nicht schon mal verkauft? Ja, ich verkaufe die chinesische Pistole. Chinesisches Sturmgewehr, Eichenhelmstiel, Energieschelle, Flaschenbohnen. Haarklammer, Jagdflinte, Jet, Kampfflinte. Ledergürtel kann weg. Medex, da haben wir ein paar von. Das benutzen wir sowieso nicht. Mentens, Alter. Bringt zwar nicht so viel, aber egal. Nudeln, Coca-Cola Quantum. Pfeil, die Minigun würde ich gerne ablegen. Psycho, da können wir auch ein paar von verkaufen. Benutzen wir nicht so viel. Raketen. Die beiden weg. Du, 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 du.
Stimpack kann man immer gebrauchen. Vorkriegsgeld. Wanderhändler Outfit, Whisky, Wodka. Wir behalten die beiden mal. Nur zur Vorsicht. Akzeptieren. Hat er jetzt noch neue Muni oder so? Mhm. Ah, hat er wieder. Schrotpatrone, also wieder so teuer. Komm, die kaufen wir noch. Wie viel würde mich das kosten? Das sind ungefähr 120, 180. Ja, komm. So, jetzt kann Geben Sie mir Bescheid, wenn Sie sonst noch etwas brauchen. Ja, überhaupt. Ah, gut. Habe ich die? Okay. Ich muss mich beeilen. Ich muss nochmal zum Arzt. Boah, wo kam ich denn von dem Arzt her? Hallo. Das war so laut letzte Nacht. Hallo. Hier lang, ne? Ja. Wo ist der Doc? Doggy Doc. Da. Hallo. Nein. Hi. Sie sehen nicht so aus, als wären Sie verletzt. Was kann ich für Sie tun? Ich glaube, ich bin von irgendwas abhängig. Ich glaube, ich bin von irgendwas abhängig. Das hatte ich mir schon gedacht. Klar, ich kann helfen, aber nicht umsonst. 50 Kronkorken, nicht mehr und nicht weniger. Ja, heilen Sie mich. Okay, ruhig halten jetzt. Das ist so schon schmerzhaft genug. Ich glaube, ich besorge mir mal etwas zu essen. Nein, 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 du bist hier. Was? Hilfe! Na also, war ja nicht so schlimm. Kann ich sonst noch was tun? Ich kann nichts von dem herauskriegen. Vielleicht muss ich ja hier ran. Sie noch nicht einmal daran, hier einzubrechen. Mach ich nicht. Geh. Geh. Komm, geh. Was mache ich denn jetzt? Was tue ich denn? Hallo. Naja. Wir haben endlich den Doktor gefunden. Schätzen meine Besuche, auch wenn Sie es nicht tun, Dr. Press. Hallo? Der Heilige Geist kann ein Trost für die Seele sein. Ich schätze, es kann nicht schaden. Die Schlafenden sollten aber nicht gestört werden. Diego, ich nehme mal an, Sie sind hier, um ein paar meiner Patienten zu besuchen. Tschüss. Merkwürdig. Merkwürdiges Völkchen. Naja, jedenfalls sind wir hier wieder durch das komische Schiff geirrt und haben den Doktor endlich gefunden. Er konnte uns aber nicht helfen. Wir haben uns aber endlich von unserer Whisky-Sucht heilen können, ja. Und ob wir hier noch irgendwas über diesen Diego, blöden... Wir müssen mit den Patienten von Dr. Preston beten. Helfen Sie ihnen. Ob wir noch herauskriegen, wer der Android hier ist oder was, wie, wo, was. Das sehen wir in der nächsten Episode. Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.